Südlich vom Lager und vorm Lager. Dann gucke ich mal vorm Lager, ob ich da noch irgendwo einen sitzen sehe. Telefone zählt anscheinend dann nicht mehr. Jetzt habe ich zwei südlich vom Lager erwischt. Oder halt direkt davor. Ja, rein theoretisch müsste hier vorne irgendwo einer rumfliegen. Die sind auch so schwer zu sehen, weil die so mega klein sind. Und dazu auch noch teilweise aussehen wie so eine blöde Pflanze oder so ein alter Baumstumpf hier. Kann man da oben gucken. Aber hier zu sitzen wäre dämlich. Weil dann können die das dann selber erledigen. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal an. Gut, dass wir geguckt haben. Key, eleganter, okay, nix. Nix Neues, nichts Interessantes. Zumindest für uns jetzt nicht. Da sitzt, glaube ich, einer. Und jetzt fehlt nur noch einer. Die Frage ist, wo ist er? Hier sehe ich ihn nicht. Wir haben jetzt einen hier, einen da drüben und einen da unten gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass hier einer sitzt, aber hier sitzt keiner. Direkt vorm Lager, sagte der. Aber hier ist ja keiner. Oder halt hier neben dem Lager, ne? Hier ist auch keiner. Der da drüben ist bestimmt schon wieder gerespawnt. Vielleicht hier irgendwo. Wenn er natürlich hier im Gebüsch sitzt, ne, hier vorne in dem dicken Busch, dann finde ich den im Leben nicht. Ich gucke, aber ich sehe nichts. So einen brauchen wir jetzt noch. Vielleicht sitzt er auch noch ein bisschen weiter unten, das kann auch sein. Da ist er. Die alte Drecksau. Ich schleiche mich mal an. Haben das zumindest schon mal erledigt. Was mit dem Banditenlager, keine Ahnung, vielleicht finden wir das gleich noch in der unentdeckten Karte. Ha! Du kannst mir nicht entkommen, Kollege. Da musst du ein bisschen früher aufstehen. Siehst du, so, jetzt haben wir nämlich nur noch diese gestohlene Fracht. Ich hätte jetzt vermutet, dass es da unten war, wo dieser Holzverschlag steht, aber Computer sagt nein. Deswegen rennen wir jetzt hier runter. Gucken wir mal, was die Karte sagt. Mal auf dem Weg bleiben. Oder halt hier, aber hier war es auch nicht. Und dann haben wir da unten gleich noch einen Lagerplatz. Da ist wieder so ein Glücksbärchen. Und müsste zumindest noch ein Lagerplatz sein. Und hier haben wir noch eine Truhe. Aber diese Briefe sind schwer zu finden. Und hier gibt es aber auch keine Bossgegner, ne? Auf der Karte.
komischerweise. Ist das hier eine Ruine? Weiß ich nicht. Oh, schieß. Ach du Scheiße, sind das viele. Lebt ja immer noch. Puh, da waren die beiden jetzt aber besser als ich. Gut, waren viele, aber waren nur ein paar kleine. So, jetzt geht's da lang und da lang. Wir wollen aber... Ich glaube erstmal hier runter, oder? Wir gehen erstmal hier runter. Da sieht es aus, als ob es da nicht so weit weiter geht. Hier sind wir Viecher. Den großen muss man halt echt ein bisschen... Ja, jetzt hat er keine Rüstung mehr. Also ich kann auch gut aus der Entfernung wirken. Ich brauche nur bald wieder Kugeln. Ich habe nämlich nur 32. Braucht definitiv mehr Munition, ne? Jetzt sollte ich auch mal welche herstellen. Ich schieße eindeutig zu viel. So, hier liegt wieder einer tot im Wald rum, weil er Bock drauf hat. Da hinten liegt, glaube ich, noch eine Leiche. Ein Munition, ey, wow. Gib mir bloß nicht zu viel Zeug. Okay, da ist irgendwo ein Durchgang. Hier lang. Da, aber da komme ich nicht hoch. Das ist ein Eingeborener. Wahrscheinlich auch von den Bären getötet. Oder komme ich hier hoch? Nee, ne? Wow, eine neue Knarre. Entschuldigung. Die ich nicht tragen kann, weil mir die Genauigkeit fehlt. Aber die macht doch viel zu wenig Rüstungsschaden. Weil die ist eigentlich gut für Rüstungsschaden. Unter anderem. Der Hammer aber auch, ne? Ach, hier komme ich doch hoch. Das Schlachtfeld, ne? Ja, nur von der anderen Seite. Okay. Ich hoffe, ich bin den Weg gegangen, den Sierra auch damals vorgeschlagen hat. Da so ein Fuchs. Ein Fuchs. What does the fox say? Ring ding 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 ding. Du schläfst. Hat sie? Hat sie. Easy. Siehst du ein bisschen mehr Rüstung? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Rüstung hat er. Was Gold da? Warte mal, was haben die denn so für Werte hier? Kann ich kaum sehen, meine Lampe blendet da so hin. Oh, er hat auch kein Gift mehr anscheinend. Juju. Da ist eine Kiste. Und hier ist Ende. Ja, gut, dann können wir jetzt gleich da oben rechts abbiegen. Und
Das müsste... Oder haben wir schon alle Lager gefunden? Ich weiß gar nicht. Ich glaube eher nicht. Was hier? Ja, ne? Da will man auch irgendwie hinkommen. Bin ich hier richtig? Ah, okay. Hier ist der Rückweg. Oh, ich bin ein zu früh abgebogen. Also hier ist noch ein Rückweg. War ich hier schon mal? Oh Mann. Jetzt fragst du mich was. Wir sind von da. Nee, hier war ich noch gar nicht, weil wir hier sind noch gar nicht lange. Okay, dann muss ich erstmal hier runtergehen. Diesen Wäsch. Ich wollte sagen, dieser Blätterhaufen ist... Aber der Weg hier scheint mir dann doch kürzer gewesen zu sein. Ach, schon wieder, natürlich. Warum auch nicht? Nimm nur einfach direkt alles mit. Gerade bei so Bestien, da ist jetzt nun nichts dabei, wo ich sagen würde, oh nö, das nehme ich nicht. Wäre dämlich. So, ich glaube dir. Ja, das kennen wir dann. Gut, dann können wir jetzt wieder zurück. Haben wir das einmal gesehen. Hier steht bestimmt, Entschuldigung, hier steht bestimmt noch irgendwo eine Kiste rum. Ja. Aber das wäre, glaube ich, der weniger gefährliche Weg gewesen, ne? Der aber länger gedauert hätte. Laut ihrer Aussage. Also ich glaube, wir sind vorhin schon den richtigen Weg gegangen, aber... Wir konnten es, glaube ich, nicht schaffen. Wäre storytechnisch dämlich, oder? Oh, kriegen wir da noch ein Schreinelein? Oder wohnt hier ein großer Böser? Ach du Scheiße. So, das war er. Das war voll daneben. Da legst die nieder, Kuli. Entschuldigung. Yay, drei Munition. Okay, das war jetzt gar nicht so schlimm. Wir haben schon einen mit dem Totenkopf gesehen, der war schlimmer. So, speichern. Sie sieht es eigentlich so, als ob wir ein Problem bekommen. Ach du Scheiße. Wen greift die an? Was regieren? Den greift die an. Ich will hin. Ich muss gucken. Ah! Böser. Alter, der viel Rüstung. Lass mich in Ruhe, Mann.
Nein, ich wollte mich gerade heilen. Puh, Alter, wie viele sind das? Das ist aber krass. Ich wollte mir gerade heilen. Okay, wir kriegen sich auch Wölfe gegenseitig. Oh. Wir wurden gesehen. Und jetzt nicht mehr. Okay, wir haben einige erledigt, aber die sind echt heftig gepanzert, Alter. War schon krass. Oh! Hier sind auch noch welche. Mama. Was ist denn hier los? Komm hier. Alter, was bewachen die denn? Dass so viele sind. Ich will doch nur hier rein. Lass mich doch in Ruhe. Bossgegner? Ich speichere mal lieber. Ich habe ein bisschen Angst. Bossgegner. Bossgegner? Heiliger Ort. Oh, müssen wir hier vielleicht ihre Mutter herbringen? Nee, hier beschwören die den Guardian, ne? Den Beschützer. Ach du dicke Scheiße. Hat hier was zu vermelden, nee, ne? Karanz. My mother is still held in this outpost near the Gigador. I must do everything I can to free her. But you are already anything else. So viel zu tun, weißt du, ich würde sofort loslaufen und ihre Mutter holen. Aber sie lässt mich gar nicht. Okay, also hier kann ich aber sonst weiter nichts machen. Oh, die Viecher sind aber heftig, ne? Links und rechts. Ich habe jetzt erwartet, dass ich hier vielleicht noch ein Tüyolein finde. Mit gar güldene Ausrüstung, aber Computer sagt nein. Na dann, entschwinden wir mal flugs. Wo uns hier gleich noch einer abledern will. Weil anscheinend sind wir hier auch noch zu schwach für. Was nicht so geil ist. Okay, damit haben wir, glaube ich, die Map komplett aufgedeckt, ne? Ja. Muss ich mal gucken, wo können wir denn jetzt am ehesten hinlaufen? Eigentlich hier hoch, runter und dann hier hin, oder? Ist das Dorf? Wir können ja nicht von überall aus schnell reisen, ne? Nee. Ja, eigentlich hier um den Baum wieder rum und dann runter, ne? Dann kommen wir zum Dorf und von da aus können wir dann schnell reisen. Dann müssten wir falsch abgebogen sein. Ich glaube, hier wird der Guardian beschworen. Kann sein. Oh Gott. Den müssen wir mit Sicherheit noch aufnehmen. Da, ich habe Bock drauf. Jetzt schon, Alter. Ich bin immer noch viel zu schwach für alles. Ist einfach mal so.
Aber wir haben so mühevoll Level. So ein Mühe vor einem Levelaufstieg sind wir. Ich glaube, reden wir jetzt noch mit Konstantin oder machen wir das? Ne, morgen ist Stardew Valley Zeit. Höchstwahrscheinlich. Das ist hier richtig, ja. Ich hoffe, ich muss von da aus. Oder kann von hier aus überall hinreisen. Do you want to trade? Haben wir da oben eigentlich schon mal? Nee. Oh. Hier waren wir noch gar nicht. Ihr beide hier steht so wichtig in der Gegend rum. Wer seid ihr? Niemand. Kann ich hier rein? Auch nicht. Was haben wir denn hier? Da war ich auch noch nicht. Mysteriös. Wo geht's hier hin? Eine Kiste. Ich hab aber auch immer Newton Riecher, ne? Hallo, lass mich raus. Jetzt? Nein, keine jetzt. So, dann wollen wir mal eben mit dem kleinen Konstantin reden. Ich glaube, mehr haben wir auch auf der Map gar nicht, ne? Nee, hier ist gar nichts, außer da oben der eine. Aber der will mit uns nicht reden. Wahrscheinlich erst, wenn wir die Mutter geholt haben. Denke ich mal. Da muss ich hin. Hat. Die großen Bäume. Die Tore des Herzens. War ich noch nicht, ne? Glaube ich. Nee. Hier war ich noch nicht. Da will ich auch noch nicht hin. Ich meine jetzt erstmal ihn hier. Ach ja. So, und dann. Habe ich Dinge, die ich nicht brauche? Ich habe Dinge, die ich nicht brauche. Greenblood, my friend. Do you need something? Nö. Der hat noch keine Infos. Dann verkaufen wir mal Sachen. Oh, hier, Waffe, ich erinnere mich. Da brauchen wir Genauigkeit für, du auch. Genauigkeit 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Oh, wir brauchen noch Genauigkeit für Gewehre, na toll. Oh, Mann. Oh, dieses Spiel macht mich fertig, ne? Tschüss, tschüss, tschüss. Minus 250, Alter, das Ding hat 560 Betäubung. Krasser Scheiß. Tschüss. Das war das erste Mal, dass wir eine Pistole gefunden haben. Das kann auch weg. Okay, Handschuhe, tschüss, tschüss, tschüss. Also wir haben nichts gefunden, was irgendwie neu wäre. Steinhaltkette, die wiegt nix, ne? Nee. Okay. Das war das. Und dann mal weiter. Reden wir mal schnell mit dem Magger. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Hi. Bald. Bald, Kiste. Bald. Glaube ich auch Stufe 3, ne? Wir haben ja immer noch nur Stufe 1. So, der pimmelt oben rum. Tja, Kollege. Vertell mir mal. Cousin!
You have returned to me. Your absence was sorely felt. We don't appear to be in top form. A house intrigue's keeping you from finding proper sleep. No, nothing to bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. We were not able, alas, to stop the clash between the forces of the Alliance and Siora's clan. We arrived at the village and the battlefield too late. The Queen fell. I'm extremely sorry for your loss, Princess. Thank you. My sister survived, fortunately, and we are recovering from this tragedy together. But our clan was extremely weakened by this battle and by recent events. We shall keep a close eye on the Bridge Alliance and their undertakings. Rest assured. You should know that the battle took place in the middle of ancient ruins. The ruins were quite strange. We discovered a fresco that I'm certain was crafted by continental hands. Really? And how ancient are these ruins? Could they date back to the first landings of the Bridge Alliance? They date much farther back than their arrival would explain. My mother and my grandmother have always known them. Siora told me of a legend that spoke of them, about a people from the sea that were vanquished there. Do you think it was the Nauts? It is not our custom to found a landlocked settlement. We have our islands and it is enough for us. If they are ancient, perhaps your people once practiced older customs. This story is troubling, but it reminds me of something that I once read in the reports of Lady Morange. You should go and find her. Perhaps she could tell us more about them. Very well. Anything else? I'm going to leave now. Goodbye, Konstantin. Look out for yourself. Na gut, dann fragen wir Lady Morange mal. Ist auch viel rumgelaufen, ne? Wir sind zwar Abgesandter, also so gesehen ein Politiker, aber trotzdem sehr viel rumgerinne hier. Oh, hallo. Zunderschwamm. Da leuchtet auch noch eine Kiste. Ich kann leider nicht anders, ich muss die mitnehmen. Wenn es leuchtet, muss ich es einsammeln. Ich bin wie so ein Rabe. Nee, eine Elster war das ja, Entschuldigung. Ich bin wie so eine Elster. Es leuchtet, ich muss haben. Das ist das Kreuz, was ich zu tragen habe. Ihr habt ja auch ganz darüber hier im Stuhl rum, ne? Hat nichts mehr zu tun. Good day, dear sir. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? What do you know about the ruins found to the northwest of here? The site that the natives call Didakidnadagais. That is not how we pronounce it, but yes, we are speaking of the same place. Your language is difficult to master, but I find it fascinating. To answer your question, I had countless questions about the place when our explorers and scouts first brought back sketches. Intrigued, I went there. I noted the architecture and their decorations. It is certain that they bear a striking resemblance with continental constructions, but they are more ancient. Too old to have been recently built by the Bridge Alliance settlers when they first set foot on the island. I even questioned the natives, but they only spoke of a people of the sea. My first thoughts went to the Nauts, but they're not known for building large towns, less so cities. There are other ruins on a cliff to the east of here. Perhaps they hide the key to this mystery. I hoped to organize an expedition, but the region is dangerous and hard of access. We explored mines at the bottom of the cliff, but we were not able to find an access to the plateau. If the mystery of these ruins intrigues you as much as me, it is in that direction that you should begin to look for answers. Can I help you with any other matter? Ah, jetzt können wir endlich zu der Mine und da weitermachen. My lady, I have to go. Goodbye. Siehst du, ich sag ja, wir haben hier Vorfahren auf der Insel, also unser Charakter, weil wir haben ja auch dieses Mal, was Siora auch hat. Und wir haben hier Vorfahren. Unsere Vorfahren waren schon mal hier und wir haben uns wahrscheinlich mit denen gepaart. Und dann bin sowas wie ich entstanden.
bin quasi ein Hybrid. Die ultimative Waffe. So, Reise. Gut, dass wir da schon waren und das freigeschalten haben. Wollen wir nämlich so nicht hinrennen. Endlich, ich wollte ja eh schon links drauf sein. So, dann müssen wir nämlich hier. Und dann Lager bei der alten Mine. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weiß ich nicht, wer Kurt da gut zu gebrauchen oder eher nicht so. Sierra auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wäre vielleicht sinnvoll, ne? My mother is still held in this outpost near the Gigador. I must do everything, but you are already busy. Anything else? Hä? Sie leuchtet auf, aber. I've never heard you talk about your father. He was the Donegard of our clan, but this memory is. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered. Anything else? Ja gut, okay, das können wir schon. Hä, wieso? Sie leuchtet, sie hat eine Mission, aber sie sagt eher nicht so. Also dann würde ich jetzt ehrlich gesagt Kollege Schnürschuh austauschen. Ach nee, Vasco muss mit. Oh. Und Ciara würde ich auch mitnehmen, weil sie weiß ja irgendwas darüber. Die Frage ist, es könnte natürlich auch Kurt was dazu wissen. Aber weil wir seine Mission noch nicht beendet haben, ne? Scheiße. Hikmet, ne? Ja gut, dann machen wir mal einen Haufen drauf. Reisen drauf. Erstmal weiter reisen. Up there. This is Deidre. The ruins Lady Morange told us about. But I do not know how to get there. The path collapsed. Some of the tunnels in the mine may lead to it. We should go there. Yep. According to Lady Morange's instructions, the ruins should be in this area. Naja, weiß ich doch. Mach dich mal locker. Wir waren ja doch schon. Wir kennen uns wieder aus. Alles schon gesehen. Alles schon gesehen, alles schon erkundet. Haben wir doch schon. Good day. What can I do for you? Glaube ich. Nach den Ruinen, nach dem Dorf. What can you tell me about the ruins on the plateau? You aren't the first to ask me about. Ja. Kennen wir alle schon. Talk to me about the mines. It wasn't us that first dug them out. They're really old. Centuries old. But those tunnels are full of riches. It takes little effort to unearth the minerals that we want. What more could we ask for? Seeing as how there aren't that many of us, if we were pressed to mine all the tunnels, we'd be too few. But the time will come when folks hear about what we're pulling from these rocks. We won't be alone for much longer. Mhm. Also sie sagt jetzt auch Jahrhunderte alt. Das heißt, die Mine war schon da und gehört wahrscheinlich zu dieser Ruine. Jetzt können wir da endlich mal rein. Aber ich würde sagen, nicht mehr heute, sondern... Ja, morgen gibt es dann wahrscheinlich... Entschuldigung, warte. Langsam? Also nicht mehr heute, sondern... Für euch auf YouTube in der nächsten Folge. Und bis dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein bei Greedfall. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin nämlich Honige und ich bin raus. Tschüss.